Jo, und was geht, euer Karasu ist mit Dragon Ball Action wieder zurück. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Manga-Leaks noch rausknalle, bevor, also, naja, leider kam das Kapitel schon am 20. raus, aber wir haben jetzt schnell nochmal die Manga-Leaks. Es ist aber nicht so viel, also es sind schon ein paar Seiten, aber es ist halt nicht so viel Inhalt. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Wir sehen halt nur erstmal gerade Gohan, was bei ihm abgeht. Er kriegt diesen Trigger natürlich, wie bei damals gegen Cell, als C16 zerstört wurde. Diesen Trigger kriegt er auch hier nochmal schön in Szene gesetzt. Richtig geil gemacht. Also diese Manga-Version davon ist sowas von geil gemacht. Also ohne Witz, ihr seht ja das oben an den Bildern, wie krass das in Szene gesetzt wird. Und man sieht auch, dass es fast 1:1 aus der Cell-Saga ist. Mit den Super Saiyan 2, ne? Richtig geil. Also dieses Beast-Modus ist so heftig. Und wir sehen auch, dass er mit Leichtigkeit Cell Max seine Hand aufhalten kann, dass er ihm einen Kick gibt und er fliegt erstmal komplett 20.000 Kilometer weiter weg. So geil ist das erstmal. Und er hat halt keine Chance, ne? Also Cell Max ist am Ende. Dann sehen wir nochmal, wie zum Gohan, dass die Teufelsspirale lädt er dann hier auf und feuert sie oder will sie dann auf Cell Max abfeuern. Wir sehen aber dann auch noch eine 3 Szenen, die es so im Anime oder im Film halt nicht gab. Nämlich wir sehen, dass die anderen Z-Kämpfer Cell Max auch bombardieren. Gamma 1 ist auch noch am Start, er schießt auch drauf. Wir sehen auch, dass Krillin seinen Destruction Disc nur einen Kratzer an Cells Flügel macht. Und das liegt da halt daran, das haben wir schon erfahren, dass wenn der Gegner natürlich ein stärkeres Ki hat, diese Destruction Disc nichts ausrichten kann. Also es kann ihn nicht durchschneiden, wenn das Ki halt von dem Anwender, den das treffen soll, stärker ist, dann kann das als Schutzschild benutzt werden und dann wird das auch nicht durchgeteilt. Das haben wir irgendwo im Manga, glaube ich, wurde es mal kurz erwähnt und ich glaube auch im Interview wurde es mal kurz erwähnt, weil sich viele auch gefragt hatten, warum Krillin nicht einfach seine Destruction Diff wirft und dann einfach durchnetzt und dann ist gut. Nee, leider funktioniert es nicht so. Es gab auch in der Vergangenheit sehr viele Bösewichter, die auch diese Disc abwehren konnten und sogar zurückschleudern konnten. Ja? Und selbst Freezer kann ja diese Dinger aktivieren und zurückschleudern und sonst dergleichen. Naja, ist auch egal. Dann sehen wir halt, dass diese Flügel zerbrechen. Mit C18 zusammen werden die oder wird der restliche Flügel auch zerstört. Dann kommt nochmal Piccolo, wickelt ihn so ein. Das sehen wir ja auch im Film. Und dann sehen wir, wie Son Gohan dieses Ding abfeuern will. Und da hört es dann auch auf. Das waren erstmal diese Manga-Leaks. Wie gesagt, sehr kurzes Video. Die Review kommt dann diese Woche noch. Ich hoffe, dass ich diese Woche diese Review noch fertig bekomme. Also seid gespannt darauf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut erstmal rein und tschüss.